Wasser ist das Element des Lebens. Alle biologischen Zellen, egal ob von Tieren oder von Pflanzen, haben Wasser als Grundlage. Nahezu alle Stoffwechselvorgänge von Lebewesen funktionieren auf der Basis von Wasser. Ohne Wasser ist daher kein Leben vorstellbar, nicht auf der Erde und wohl auch nicht im übrigen Universum. Das Leben auf der Erde ist vor rund 4 Milliarden Jahren im Wasser entstanden. Und es blieb dort für sehr lange Zeit. Erst vor rund 480 Millionen Jahren verließen die ersten Pflanzen das Wasser und eroberten sich ihren Lebensraum an Land. Es dauerte noch einmal 80 bis 90 Millionen Jahre, bis ihnen die ersten Tiere folgten. Rund 90% der Evolution des Lebens auf der Erde fanden also im Wasser statt. Es ist die ultimative Wiege des Lebens. So betrachtet scheinen Land und Luft, die uns so vertraut sind, eher feindliche Lebensräume zu sein, die erst spät besiedelt wurden. Ohne Wasser ist aber auch hier keine Existenz möglich. Reichliches Vorkommen von Wasser ermöglicht üppiges Pflanzenwachstum, das wiederum zahlreichen Tieren Nahrung und Lebensraum gibt. Aber nicht nur Tieren. Auch Menschen haben sich stets bevorzugt an Orten mit reichlichem Wasservorkommen angesiedelt, weil sie ein komfortables Leben ermöglichten. Ist das vielleicht der Grund dafür, dass wir Wasser als so ausgesprochen schön empfinden? Insbesondere Wasser in Bewegung ist, im Zusammenspiel mit reichlicher Vegetation, der Inbegriff landschaftlicher Schönheit. Das tiefe Türkis dieser Seen wirkt beruhigend und verlockend zugleich. Die dazwischenliegenden Wasserfälle hinterlassen einen Eindruck von Kraft und Dynamik.
Es ist eine besondere Eigenschaft der Plitvicer Seen, dass hier sogar Pflanzen wie Moose, Algen und andere Wasserpflanzen zum Auslöser für eine Barrierenbildung werden. Man kann immer wieder beobachten, dass Pflanzen regelrecht von sich ablagernden Travertinschichten verpackt werden. Ältere Schichten sind voll von versteinerten Pflanzenresten. Lange Zeit ging man davon aus, die Photosynthese der Pflanzen sei der Auslöser für dieses eigenartige Phänomen. Heute weiß man, dass es viel einfacher ist. An den Stellen, an denen Pflanzen wachsen, wird das Wasser gebremst und verwirbelt. Das reicht bereits aus, um an diesen Stellen die Travertinbildung anzuregen. Diese Barrierenbildung ist ein sich selbst verstärkender Effekt. Eine einmal entstandene Barriere wächst also von selbst immer weiter in die Höhe. Messungen haben ergeben, dass ein Höhenzuwachs von mehr als einem Zentimeter pro Jahr möglich ist. So werden auch die Wasserfälle, die die Barrieren überspülen, mit der Zeit immer höher. Dieser Zusammenhang von Pflanzenwachstum und Barrierenbildung ist der Grund für die hohe Veränderlichkeit dieser Landschaft. Immer wieder entstehen neue Barrieren und wachsen rasch in die Höhe. Da Travertin ein ausgesprochen lockeres Gestein ist, sind sie aber nicht sehr dauerhaft. Es kommt immer wieder vor, dass Barrieren vom ständig fließenden Wasser langsam abgetragen oder plötzlich weggeschwemmt werden. Daher ist die Plitvicer Seenlandschaft einem ständigen Wandel unterworfen. Auch die Zahl der Seen ändert sich manchmal, weil verschiedene Seen durch den Zusammenbruch einer Barriere miteinander verschmelzen oder anderswo wieder getrennt werden. Noch vor 400 Jahren war der große See Kosiak durch eine Barriere in zwei Teile unterteilt. Diese Barriere existiert noch immer, allerdings befindet sie sich inzwischen mehrere Meter unter der Wasseroberfläche. Das Wasser ist hier von einer faszinierenden Klarheit und lässt die Seen in leuchtendem Türkis erscheinen. Durch die Sauberkeit des Wassers und den hohen Sauerstoffgehalt sind die Seen ein hervorragender Lebensraum für Fische. Insgesamt kommen hier 7 Fischarten vor. Einige davon sind allerdings nicht Teil des ursprünglichen Ökosystems und wurden vom Menschen angesiedelt. Auch die ansonsten selten gewordenen Flusskrebse gibt es in den Plitvicer Seen in außergewöhnlich großer Zahl. Die kroatischen Inseln sind auch ein hervorragendes Tauchrevier. Da es hier kaum Sand gibt und der Meeresboden meist felsig ist, ist das Wasser enorm klar.
Man kann sogar Korallenbestände finden und im tiefen Wasser kommen kleinere Haiarten vor. Die Küstenregionen der Meere sind von enormer ökologischer Bedeutung, weil sie viel artenreicher sind als die Weiten des offenen Meeres oder gar die lichtlosen Regionen der Tiefsee. In den lichtdurchfluteten Flachwasserzonen können Pflanzen gedeihen. Steine und Korallen bieten Rückzugsmöglichkeiten für kleinere Fischarten und Weichtiere, die wiederum die Basis der Nahrungskette für größere Raubfische bilden. Ein Flug über Rab zeigt, wie dicht die kleineren und größeren kroatischen Inseln nebeneinander liegen. Teilweise liegen sie nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Die nächste größere Insel, Pag, ist von Rab nur durch eine 6 Kilometer breite Wasserstraße getrennt. Dieses Labyrinth von Inseln macht die kroatische Adria zu einem Paradies für Segler. Wie Moose, Algen und andere Wasserpflanzen zum Auslöser für eine Barrierenbildung werden. Man kann immer wieder beobachten, dass Pflanzen regelrecht von sich ablagernden Travertinschichten verpackt werden. Ältere Schichten sind voll von versteinerten Pflanzenresten.
Lange Zeit ging man davon aus, die Photosynthese der Pflanzen sei der Auslöser für dieses eigenartige Phänomen. Heute weiß man, dass es viel einfacher ist. An den Stellen, an denen Pflanzen wachsen, wird das Wasser gebremst und verwirbelt. Das reicht bereits aus, um an diesen Stellen die Travertinbildung anzuregen. Diese Barrierenbildung ist ein sich selbst verstärkender Effekt. Eine einmal entstandene Barriere wächst also von selbst immer weiter in die Höhe. Messungen haben ergeben, dass ein Höhenzuwachs von mehr als einem Zentimeter pro Jahr möglich ist. So werden auch die Wasserfälle, die die Barrieren überspülen, mit der Zeit immer höher. Dieser Zusammenhang von Pflanzenwachstum und Barrierenbildung ist der Grund für die hohe Veränderlichkeit dieser Landschaft. Immer wieder entstehen neue Barrieren und wachsen rasch in die Höhe. Da Travertin ein ausgesprochen lockeres Gestein ist, sind sie aber nicht sehr dauerhaft. Es kommt immer wieder vor, dass Barrieren vom ständig fließenden Wasser langsam abgetragen oder plötzlich weggeschwemmt werden. Daher ist die Plitvicer Seenlandschaft einem ständigen Wandel unterworfen. Auch die Zahl der Seen ändert sich manchmal, weil verschiedene Seen durch den Zusammenbruch einer Barriere miteinander verschmelzen oder anderswo wieder getrennt werden. Noch vor 400 Jahren war der große See Kosiak durch eine Barriere in zwei Teile unterteilt. Diese Barriere existiert noch immer, allerdings befindet sie sich inzwischen mehrere Meter unter der Wasseroberfläche. Das Wasser ist hier von einer faszinierenden Klarheit und lässt die Seen in leuchtendem Türkis erscheinen. Durch die Sauberkeit des Wassers und den hohen Sauerstoffgehalt sind die Seen ein hervorragender Lebensraum für Fische. Ist das vielleicht der Grund dafür, dass wir Wasser als so ausgesprochen schön empfinden? Insbesondere Wasser in Bewegung ist, im Zusammenspiel mit reichlicher Vegetation, der Inbegriff landschaftlicher Schönheit. Das tiefe Türkis dieser Seen wirkt beruhigend und verlockend zugleich. Die dazwischenliegenden Wasserfälle hinterlassen einen Eindruck von Kraft und Dynamik.
Es ist eine besondere Eigenschaft der Plitvicer steinerten Pflanzenresten. Lange Zeit ging man davon aus, die Photosynthese der Pflanzen sei der Auslöser für dieses eigenartige Phänomen. Heute weiß man, dass es viel einfacher ist. An den Stellen, an denen Pflanzen wachsen, wird das Wasser gebremst und verwirbelt. Das reicht bereits aus, um an diesen Stellen die Travertinbildung anzuregen. Diese Barrierenbildung ist ein sich selbst verstärkender Effekt. Eine einmal entstandene Barriere wächst also von selbst immer weiter in die Höhe. Messungen haben ergeben, dass ein Höhenzuwachs von mehr als einem Zentimeter pro Jahr möglich ist. So werden auch die Wasserfälle, die die Barrieren überspülen, mit der Zeit immer höher. Dieser Zusammenhang von Pflanzenwachstum und Barrierenbildung ist der Grund für die hohe Veränderlichkeit dieser Landschaft. Immer wieder entstehen neue Barrieren und wachsen rasch in die Höhe. Da Travertin ein ausgesprochen lockeres Gestein ist, sind sie aber nicht sehr dauerhaft. Es kommt immer wieder vor, dass Barrieren vom ständig fließenden Wasser langsam abgetragen oder plötzlich weggeschwemmt werden. Daher ist die Plitvicer Seenlandschaft einem ständigen Wandel unterworfen. Auch die Zahl der Seen ändert sich manchmal, weil verschiedene Seen durch den Zusammenbruch einer Barriere miteinander verschmelzen oder anderswo wieder getrennt werden. Noch vor 400 Jahren war der große See Kosiak durch eine Barriere in zwei Teile unterteilt. Diese Barriere existiert noch immer, allerdings befindet sie sich inzwischen mehrere Meter unter der Wasseroberfläche. Das Wasser ist hier von einer faszinierenden Klarheit und lässt die Seen in leuchtendem Türkis erscheinen. Durch die Sauberkeit des Wassers und den hohen Sauerstoffgehalt sind die Seen ein hervorragender Lebensraum für Fische. Insgesamt kommen hier 7 Fischarten vor. Einige davon sind allerdings nicht Teil des ursprünglichen Ökosystems und wurden vom Menschen angesiedelt. Auch die ansonsten selten gewordenen Flusskrebse. Die Küstenregionen der Meere sind von enormer ökologischer Bedeutung, weil sie viel artenreicher sind als die Weiten des offenen Meeres oder gar die lichtlosen Regionen der Tiefsee. In den lichtdurchfluteten Flachwasserzonen können Pflanzen gedeihen. Steine und Korallen bieten Rückzugsmöglichkeiten für kleinere Fischarten und Weichtiere, die wiederum die Basis der Nahrungskette für größere Raubfische bilden. Ein Flug über Rab zeigt, wie dicht die kleineren und größeren kroatischen Inseln nebeneinander liegen.
Teilweise liegen sie nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Die nächste größere Insel, Park, ist von Raab nur durch eine 6 Kilometer breite Wasserstraße getrennt. Dieses Labyrinth von Inseln macht die kroatische Adria zu einem Paradies für Segler.